es nicht verloren. Er hat sich 3 Semester mit Naturwissenschaften beschäftigt. Das ist Bestandteil seines Geistes und seiner Intellektualität und seines Menschseins. Wir sind ja nicht im Frühmittelalter, wo wir keine Naturwissenschaften brauchen, weil die Kirche uns erklärt, die Erde ist eine Scheibe. Sie ist Wissenschaftlerin des Jahres 2002. Sie fühlt sich den Studenten verbunden. Aber sie plädiert für Beschränkungen in Form von Eignungsprüfungen und sie bedauert die Abschaffung der Studiengebühren. Die Leistung muss sein. Auch wenn die Studierenden sagen, sie sind nicht so für Leistungsdruck. Ich bin sehr wohl für Leistungsdruck, weil es hat überhaupt keinen Sinn, Studierende auszubilden in so einer paradiesischen Welt, wo alles so schön ist und man frei ist und sich entfalten kann, weil in der Berufswelt, da schaut es dann ganz anders aus. Und man muss sie eigentlich für die Berufswelt, für das wahre Leben dann vorbereiten. Und da ist ja wohl Kompetition und Leistungsdruck gefragt. Mit ein paar Studenten fahren wir zur Hochschule für Bodenkultur. Letztes Jahr haben hier um 30% mehr Anfänger inskribiert. Es gibt keinen zentralen Campus, viel zu kleine Hörsäle und überfüllte Bibliotheken. Seit Jahren wollen sie ein eigenes Haus der Studierenden, um der großen Raumknappheit zu entkommen. Also wie man sieht, wir haben da jetzt ganz einen leeren Raum, den man perfekt nutzen könnte, um während des Semesters Arbeitsgruppen hier zu haben, um Seminararbeiten zu schreiben, Gruppenarbeiten zu machen und vor allem zu kommunizieren, zu diskutieren. Und in der Lernzeit, im Juni und im Jänner, wenn unsere Bibliothek komplett überfüllt ist, wo man ab 8 Uhr in der Früh keinen Platz mehr bekommt, wären das die idealen Räumlichkeiten zum Lernen, die man da freigeben könnte in unserem Haus der Studierenden. Gerade tagt das BOKU-Plenum. Täglich stimmt man sich mit anderen Gruppen und Unis ab. Die Studenten informieren sich in den Medien über die laufende Uni-Demonstration. Alles wird basisdemokratisch geregelt. Man diskutiert Probleme der Massenuniversität und Zukunftsperspektiven. Auf dem Minoritenplatz sammelt sich die Demonstranten wieder. Es sind halt auch einfach mehr Studenten geworden. Und um das qualitativ aufzubessern, benötigt man einfach auch mehr Geld. Seit 2003, glaube ich, haben wir 40%